Jawohl, Sportsbacker ist wieder da und heute taucht Sportsbacker was. Hallo, sagt euer Andreas. Hallo, sagt natürlich auch ganz unter Wasser euer Lenz und auch ein blubberiges Hallo von unserer entzückenden Kirschblüte Kimiko. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sportsbacker. Heute heißt es Hochstapler nach vorn. Außerdem haben wir interessante Perspektiven am heißen Draht. Und wir spielen Insektenbingo. Das ist doch was für dich. Insekten sowieso meine ganz geheime Leidenschaft. Ja, unter Wasser geht's natürlich in unserem Fall auch ganz hochwissenschaftlich, um nicht zu sagen mathematisch zu. Körperliche Höchstleistungen, psychische extreme Herausforderungen und was da so alles geboten wird, das erfahrt ihr gleich. Stellt euch doch einfach mal vor, es wäre Sommer, überall nette Mädchen, es ist warm, das Wasser lockt und dann müsst ihr rechnen. Klingt wie ein Albtraum, oder? Keine Angst. Ich hätte damit überhaupt kein Problem. Wir sehen hier einen etwas komplizierteren Spielaufbau. Also ich erkenne natürlich glasklar diesen riesigen Swimmingpool, um nicht zu sagen das sportliche Schwimmbecken. Aber was ist da zu tun, außer zu tauchen? Auf dem Boden sind Zahlen notiert sozusagen und die müssen einfach im Kopf zusammengerechnet werden beim Tauchen. Ach, mehr nicht? Nein, mehr nicht. Allerdings muss man die ganze Bahn durchtauchen und am Anfang ist es noch relativ einfach mit einstelligen Zahlen. Dann kommen zweistellige Zahlen und dann wird es immer schwieriger und hinten raus. Da geht das dann ganz wild durcheinander. Das ist kein Zuckerschlecken. Kann ich mir auch nicht so vorstellen, aber ich meine, irgendwann mal wird ja wohl Schluss sein. Also nach den dreistelligen Zahlen zumindest. Ja, nach den dreistelligen Zahlen ist dann Schluss. Allerdings muss man eben ganz auf die andere Seite unter Wasser tauchen. Wenn man sich verrechnet, darf man auch umkehren, aber das Gesicht muss immer unter Wasser bleiben. 46 Sekunden ist diese entzückende Kandidatin schon unterwegs. Du hast vielleicht ein paar Informationen zu ihr, Andreas. Ja, Lenz, wenn du gerne ein bisschen mehr über sie wissen möchtest. Unbedingt. Sie heißt Chiho Akahane, ist 26 Jahre alt, aus der Provinz Nagano und sie war Kapitän vom Schwimmclub in ihrer Schulzeit. Und was hat ihr das jetzt genutzt? Das hat mir eine ganze Menge natürlich an Hintergrundinformationen vermittelt. Sie hat es leider nicht geschafft. Das ist natürlich die bittere Wahrheit. Aber wir kommen sofort zum nächsten Spiel. Eine Minute Zeit, um den goldenen Ball hoch oben in dieser Halle zu erreichen. Und dafür hat man nur Blöcke aus Styropor zur Verfügung. Die sind ziemlich kipplig und davon muss man auch eine ganze Menge aufeinander stapeln. Eigentlich könnte hier Hiroaki Takahashi, der 43-jährige Angestellte bei der Stadt, seinem Kollegen ein bisschen größere Blöcke vorlegen. Denn der Mann kann 71 Zentimeter hoch springen. Er war beim japanischen Alpenverein. Da lernt man 71 Zentimeter hoch springen und kommt damit locker über die höchsten Berge von Japan. Er will aber hoch hinaus. Ja, na klar, also es geht immerhin auf 2,50 Meter Höhe. 71 Zentimeter, also nicht 69, nicht 73, nein, 71, pardon. Das ist sein Rekord. Jetzt nur noch 5 Sekunden Zeit. Ich schätze, er versucht es mit einem Sprung. Oder auch nicht. Nein, er versucht es nicht mit einem Sprung, aber das war eine wunderbare Landung. Er ist tief gefallen. Da ist er einen Zentimeter noch in die Höhe gekommen und dann 70 Zentimeter oder noch ein bisschen mehr nach unten gefallen. Und hier sind wir am heißen Draht und wir haben einen Gastkandidaten mit einer ganz seltsamen Sprache. Ich glaube, das ist Französisch. Der heiße Draht ist hart. Ja, Kimiko, das ist natürlich bekannt. Un million de yen pour moi. Das ist mit Sicherheit Französisch, ja. Scartriche Roland, 22, ist Sprachlehrer in Japan, lehrt Französisch, lernt aber natürlich selbst Japanisch. Seit einem Jahr ansonsten wird es ja praktisch keinen Sinn machen. Also wenn er nach Japan geht, um Französisch zu lernen, dann wäre er wirklich am falschen Ort. Das hast du jetzt ausgesprochen klar geschlussfolgert. Und ihr glaubt, das ist lustig? Okay, Kimiko, wir konzentrieren uns wieder, denn jetzt kommt eine ganz, ganz heikle Stelle, die Kolben. Kein Kolbenfresser in diesem Fall, großartig gemacht, die Teufelskurve. Das war's dann aber auch schon. So vielen schon zum Verhängnis geworden, auch unserem mutigen Französischlehrer in Japan. Und was denkt er sich? Wahrscheinlich Merde. C'est pas vrai. Wie auch immer. Wir haben Miss Super Socks.
Yuki Tsushima, 15 Jahre alt, Schülerin am heißen Draht. Miss Super Sox ist aber kein offizieller Titel in Japan. Ist, glaube ich, kein offizieller Titel, nein. Das war's dann auch schon, ja. Also die Socke hat ihr in dem Fall keinen großen Vorteil gebracht. Es hat sie allerdings auch nicht aus den Socken gehauen. Insofern ist noch alles beim Alten. Das jetzt ein Spiel, du hast es mir schon so ein bisschen angekündigt. Das klingt sehr interessant. Irgendwas mit Krabbeltieren. Ja, es ist Insekten-Bingo-Lenz. Und da geht es darum, wie beim Bingo, dass man so eine Reihe jeweils voll bekommt. Entweder horizontal, vertikal oder eben schräg. Horizontal, vertikal, schräg. Ja, gut, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Diagonal ist das Wort für schräg. Jetzt ist es mir eingefallen. Ja, also wenn du es hier unbedingt ein bisschen hochvornehmer ausdrücken willst, diagonal. Also zum Beispiel hier Familie Adimus, Nashornkäfer, Hirschkäfer oder Gottesanbeterin Schmetterling, Marienkäfer. Jedenfalls hat jeweils ein Team eine Stunde Zeit, um eben genau diese Tiere zu finden. Team B, zum Beispiel links oben, das heißt Hirschkäfer. Und was sie da haben, ist eine... Da lass ich dich mal raten, Lenz. Kellerassel. Nein. Libelle. Nein. Heuschrecke. Libelle stimmt. Libelle, tatsächlich. Jawohl, Libelle stimmt. Bin begeistert. Es ist aber natürlich vorausgesetzt, dass es in diesem Areal, in dem sie suchen dürfen, die ganzen Insekten auch gibt. Naja, das ist der Akashiro Naturgarten. Natürlich hat man da nur Tiere genommen, die es auch da gibt. Lauter Insekten. Schauen wir mal, was wir hier Leckeres haben. Was heißt da lecker? Du möchtest das Ganze am liebsten essen. Tja, mal. Das ist ein Goldkäfer. Also lass mal die noch ein bisschen suchen. Ich glaube, das dauert auch noch wohl. Du kannst dich ein bisschen entspannen sozusagen von diesem psychischen Höchstanforderungen. Ja, ich konzentriere mich da lieber aufs nächste Spiel und kann ganz klar natürlich hier eine bestimmte Regelmäßigkeit ausmachen. Japanische Unterwasser-Kopfrechnerinnen sind ausnahmslos entzückend. Ausnahmslos entzückend. Nur manche können nicht ganz so gut Kopfrechnen. Yuko Egawa, die 20-jährige Zeitarbeiterin, schwimmt jetzt zurück, um das Ganze nochmal nachzurechnen. Einen Job als Mathematikprofessorin wird sie so nicht bekommen. Und nach 40 Sekunden wird es auch schwierig mit der Luft. Na gut, also jetzt soll sich mal ein Herr der Schöpfung an der ganzen Geschichte versuchen. Sportlehrer Hiroyuki Furukawa, 21 Jahre alt. Voll durchtrainiert der junge Mann, voll konzentriert. Aber das Kopfrechnen, ja, das macht ihm ein bisschen Schwierigkeiten. Oh je. Da liegt er ziemlich weit daneben. Hätte er genauso gut raten können. Na gut, aber er ist jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen schneller unterwegs, hat gemerkt, das bringt eh nichts. Er ist einfach weitergeschwommen, obwohl es falsch war, damit disqualifiziert. Und jetzt haben wir zwei Feuerwehrmänner, die sich an die Blöcke wagen. Der Stapler heißt Tomoomi Asazato und der Springer Noriyuki Yagi. Feuerwehrleute natürlich mit schwindelerregenden Höhen auf gutem Fuß. Und natürlich auch technisch begabt und körperlich voll fit. Erstmal eine Basis gelegt mit etwas dünneren Scheiben, gute Taktik. Und jetzt kann man ein bisschen mehr in die Höhe bauen. Klare Kommandostruktur. Ja, das muss natürlich auch sein. Befehlskette muss stimmen. Funktioniert alles bis jetzt wunderbar. Die Zeit, das ist auch noch okay. Aber jetzt wird's ein bisschen wackelig. Also den 60-Zentimeter-Block, den muss er jetzt tatsächlich schaffen. Üben. Ja, das wäre wirklich angesagt gewesen, aber da haben sie natürlich im rauen Berufsalltag keine Möglichkeiten dazu. Ein sehenswerter Abflug. Fällt seinem Kollegen auch noch auf den Kopf? Vielleicht tatsächlich sogar was für den Bagger des Tages könnte sein. Dieses Paar mit Sicherheit nicht aus dem örtlichen Feuerwehrteam entnommen, aber sie scheinen sich menschlich irgendwie ein bisschen näher zu stehen. Bruder und Schwester, Tsuchiya, 25 Jahre alt, sie und er, 27 Jahre alt. Und die beiden wollen zusammen verreisen mit dem Geld, denn hier gibt es, wie immer, 1 Million Yen. Und das sind immerhin umgerechnet 10.000 Euro. Und das ist ja eine ganze Menge Geld, wenn man überlegt, dass man dafür nur für eine Minute ein bisschen Styroporblöcke aufeinander strampeln muss. Ja, nur Styroporblöcke aufeinander strampeln und so weiter.
Da muss man sehr beweglich sein. Kann man wohl sagen, Kimiko, hast du klar erkannt? Die beiden gut in der Zeit, das ist schon der erste Meter, den sie geschafft haben, 1,30 Meter. Da sehe ich allerdings am Übergang vom dritten zum vierten Block eine kleine Instabilität. Oh, nur noch 10 Sekunden und der sitzt überhaupt nicht, der Stein. Ob sie da rankommen kann? Nein, da hat die Perspektive getäuscht, aber das wird nicht funktionieren. Der rettende Sprung bringt in diesem Fall auch nichts. Hasta la vista, Baby. Und tschüss, leider nichts geworden. Die Geschwister können nicht verreisen, müssen in Japan bleiben. Vielleicht Kumiko Yamazaki, 21 Jahre ist sie alt, am heißen Draht. Und auch sie hat die Chance auf die Million. Interessante Perspektive. Ja, könnte man so ohne weiteres sagen. Aber früh gescheitert. Puff, peng und schon vorbei. Er hat sie gleich dreimal den heißen Draht berührt. Das ist natürlich mindestens dreimal zu viel. Da können wir gleich den nächsten Kandidaten nehmen. Schauspieler Toshikazu Fukawa. Und er ist einer, der sich richtig darauf vorbereitet hat. Der hat zu Hause trainiert, geübt, hat sich hier den Parcours nochmal ganz genau angeschaut. Er hat geübt, indem er sich den Parcours nochmal genau angesehen hat. Ja, also mentales Training liegt da natürlich ganz weit vor. Jetzt hier schon mal die erste Schwierigkeit. Zu Hause hat er immer mit dem Kugelschreiber im Toaster geübt. Muss man vorsichtig sein, sollte man nicht nachmachen oder zumindest den Stecker ziehen vorher. Sieht gut aus, 30 Sekunden hat er ja für den ersten Teil, hat ein 23 geschafft, damit jetzt Zeitgutschrift 37 Sekunden insgesamt für den zweiten Teil des Parcours. Da erstmal diese Halsschlangen rauf und runter und jetzt kommen die Kolben und da wird's wirklich ernst. Und tschüss. Jawohl, der Kolbenfresser hat wieder zugeschlagen. Er hat da offenbar überhaupt nicht damit gerechnet, war sich seiner Sache ganz sicher, aber das war eine klare Berührung. Und er hat sich vorgenommen, er will nochmal antreten, wenn man ihn mal wieder einlädt. Schauen wir mal, wie weit denn unsere Kandidaten beim Insekten-Bingo sind. Wir sind beim D-Team und der Sohnemann hat einen Hirschkäfer gefunden. Das ist doch ein prägendes Erlebnis fürs ganze Leben, wenn man mal in so einem Spiel einen Hirschkäfer findet. Noch ein Hirschkäfer. Aber das ist eine sehr, wie soll man sagen, kontemplative Angelegenheit. Und die Kinder lernen auch was dabei. Eben. Man muss wissen, wo man Hirschkäfer findet, aber es nutzt natürlich gar nichts, ein Dutzend Hirschkäfer hier einzusammeln. Doppelt lehrsam. Aber wie gesagt, es geht hier darum, drei unterschiedliche Insekten, die eben auf dieser Bingo-Karte vermerkt sind, zu finden. Das scheint mir eine Heuschrecke zu sein. Ja, also im Zweifelsfall gleich alles mit reingepackt. Vielleicht hat sie da ein paar Würmchen auch noch mitgenommen. Da fühlt sich die Heuschrecke auch viel besser. Auch für die Tierschützer sei das hier gesagt. Den Tieren geschieht dort gar nichts. Team B ist auf der Jagd nach einem Schmalbock. Das, was da gerade so geknackst hat, war hoffentlich kein Kirschkäfer. Jetzt musst du mir noch sagen, was ein Kirschkäfer ist. Hirschkäfer. Ja, jetzt ist ihm die Libelle weggeflogen, weil man lässt natürlich auch nicht die Botanisiertrommel oder worin man auch immer Insekten aufbewahrt, lässt man natürlich nicht offen, während man die nächste versucht reinzutun. Ja, ganz bitter, da sehen wir es nochmal und schwupp. Optimale Technik eingesetzt, auch bei diesem hochbrisanten Spiel. Und wir sind wieder unter Wasser. Der junge Mann Tomoshi Sugano, 16 Jahre alt, ist Schüler. Sein eigener Tauchrekord steht bei 30 Metern. Na, das nenne ich doch mal einen Rekord. Seit 4 Jahren ist er in der Schwimmschule. Hier hat er etwas über 20 Sekunden durchgehalten. Naja, es muss ja nicht jeder schwimmen können, aber gleich gibt's noch viel mehr spannende Action. Sportsbacker stapelt hoch, die Blöcke werden gebaut. Noch hat's keiner geschafft, die Millionen abzuräumen. Ebenso wenig am heißen Draht. Da haben wir zwar hübsche Mädels, aber bisher noch nichts gerissen.
Insekten, flotte Käfer gibt es auch im Wald. Die müssen hier gesammelt werden. Und jetzt aber sind wir beim Unterwasserkopfrechnen und wir haben eine ganz tolle Kandidatin. So, von den ersten Bildern her würde ich sagen, es handelt sich dabei um eine meiner Lieblingssportarten, Synchronschwimmen. Richtig, Lenz. Sie war Teilnehmerin bei der Junioren-Olympiade und da ist doch dann einiges von ihr zu erwarten. Hanai Nakamura, 17 Jahre alt, die Schülerin, und die erste Aufgabe perfekt gelöst. Überhaupt kein Problem, jetzt wird's zweistellig. Und ihr könnt ja einfach mal zu Hause versuchen, die Luft anzuhalten und das in der Zeit diese Zahlen zusammenzurechnen, ohne dabei zu schwimmen. Das schafft doch niemand. Kimiko, da wäre ich mir nicht so ganz sicher. 419, oh, da muss man wirklich sehr gut Kopf rechnen können. Und? Oi. Richtig. Aber leider hat sie für diese unglaubliche gedankliche Leistung den ganzen Sauerstoff verbraucht. Es geht nach oben an die Wasseroberfläche und damit ist sie gescheitert. Schade. Eine unmenschliche Herausforderung, wenn nicht mal eine Junioren-Olympionikin im Synchronschwimmen das leisten kann. Wer denn dann? Wie wird's mit dem Nachschlag? Können wir jetzt ohne weiteres gebrauchen? Hier wieder ein Team beim Hochstapeln. Ein Fujiyoshi und Megumi Ito, zwei Schulfreunde aus Hokkaido. Ja, beziehungsweise Freundinnen in diesem Fall. Ja, die sehen es auf jeden Fall schon mal sehr lässig. Sie muss natürlich die Blöcke erstmal erwischen. Wenn das schon die Schwierigkeit ist, dann sehe ich schwarz. Bitte? Tja, das hast du richtig gesehen. Das war eher peinlich. Aber sie sind nicht die einzigen, denen es so gegangen ist. Das ist einer der schönsten Stürze, die wir je bei den Blöcken gesehen haben. Aber natürlich nur zur Beruhigung, da kann wirklich nichts passieren. Die Landung ist ausgesprochen weich, aber ja, ich meine, ein bisschen lächerlich machen kann man sich natürlich schon. So wie hoffentlich nicht diese beiden US-Amerikaner, die in Japan leben, Paul Samuel und Dilev Sharma. Und Paul, der kann mehr als 80 Zentimeter hoch springen, hat er gesagt. Prima. Herzlichen Glückwunsch. Ja, er hätte es nur nicht beim ersten Mal gleich versuchen sollen, denn dieser Block war nur 20 Zentimeter hoch. Was für eine Blamage. Naja. Hoffentlich macht er es besser. Klar, er hat die Chance hier am heißen Draht. So, vom Äußeren würde ich sagen, er ist irgendwo, vielleicht sogar in der Starksturmtechnik unterwegs. Ja, der junge Mann ist Straßenbauer. Na, fast. Fast, aber da hat man natürlich auch mit Stromleitungen zu tun, da muss man ein bisschen aufpassen. Finde ich nett, dass du mir jetzt so aus der Patsche hilfst. Ja, also er sollte doch vielleicht sich lieber aufs Kehren oder sowas verlegen. Eine weitere Kandidatin hier beim heißen Draht. Akira Hashimoto, Studentin. Aber sie schaut gerade ein bisschen verwirrt. Weiß sie, wo es losgeht? Ja, sie weiß es. Hairpin. Hairpin gemeistert, Teufelsräder. Ohne Skrupel durchgezogen. Und geschafft. Keine Gemütsregung. Konzentration. Jawohl. Locker durch die Heizschlangen, jetzt der Kolbenfresser und den gemeistert aber mit Bravour. Jetzt noch die Teufelskurve. Also bei ihr würde ich wirklich sagen, mit schlafwandlerischer Sicherheit. Oh. Ja, das war ein bisschen zu schlafwanderisch. Sie ist da etwas steif aus den Schultern in die Teufelskurve reingegangen und das kann nicht gut gehen. Immer wieder toll zu sehen, Lenz, wie du mitgehst, wenn es um den heißen Draht geht. Ja, der heiße Draht ist hier der Klassiker, das muss man wirklich sagen. Völlig richtig. Und Team B, Familie Iizuka, hat jetzt endlich einen Schmalbock gefangen. Einen Schmalbock, da ist sie natürlich einen ziemlich Schmalbock, da sind sie schon noch ein unterwegs. Bisschen da hinten. Ja. Team D auf der Jagd nach einer Heuschrecke und es sieht so aus, als hätte Sonemann tatsächlich Glück gehabt. Jetzt aufpassen, dass da nichts anderes fortfliegt. Ach, das ist sowieso das Erste, was sie fangen. Na dann. Nach 45 Minuten. Alle noch weit entfernt davon, hier Bingo spielen zu können. Und was für ein Bingo für drei Insekten. 10 Millionen Euro, guter Tausch. Und du glaubst allen Ernstes, er ist jetzt fündig geworden? Nee, nicht wirklich. Bei dieser Baumkletterei da oben hätte es vielleicht irgendwas gegeben, keine Ahnung. Borkenkäfer. Den Schmetterling.
Energisch abgefischt, würde ich sagen. Ja, aber der flattert noch, also ziemlich widerstandsfähig. Bisschen erschreckt, aber er lebt. Tja, und damit hat die Familie Yagawa eine Heuschrecke, eine Libelle und einen Schmetterling, aber es ist eben nicht Bingo. Aber jetzt, Team D, nach 51 Minuten, also die Zeit geht schon in Richtung Ende. Sie haben bis jetzt einen Hirschkäfer und eine Heuschrecke gefangen. Jetzt fehlt noch der Marienkäfer zur Million. Und jawohl! Schnell den Deckel zu. Oh, da ist wieder was rausgehüpft. Der ist wieder ausgekommen. Jetzt haben sie es tatsächlich geschafft. Hula, 1 Million Yen!